Herzlich willkommen zurück zu 80 Wheels of Steel Extreme Talker. Werden wir einen Sattelschlepper hier meistern? Ich bin da ja skeptisch. Ich glaube hier eigentlich nicht. Aber jetzt probiere ich es mal aus. Ich raste eh wieder aus. So. Und auch noch einen Treibstofftank. Oh mein Gott. Aber wenigstens einfach geradeaus fahren. Das sollte jetzt eigentlich nicht so schwer sein. Welchen steht hier Ganganzeige? Nee. Wäre ja mal zu schön, wenn man sowas einbauen würde. Hier also auch innerhalb des Cockpits, weil ich sehe da nie Gänge. Wenn mir einer sagen kann, ob man hier Gänge sieht, gerne, gerne. Ich weiß nämlich nicht, wo man hier die Gänge sieht. Das ist mein Problem. Außer auf zwei. Dazu muss ich immer kurz auf die Tastatur schauen und dann habe ich den Verkehr ganz kurz immer nicht im Blick. So. Geh doch da hoch. Ja, cool. Zweimal gleich geschlossen. Zweimal die Schlüsselsequenz hatten wir auch nicht. Noch nicht, aber egal. Bis jetzt sieht das... Oh, scheiße. Verdammt gut aus. Ich würde mal... Nein, da unten kann ich gar nicht lang. Halt! Oh, war das knapp. Muss ja hier oben lang, stimmt. Hier ist ja wie in Australien links vor rechts Verkehr. Deswegen muss ich oben lang fahren. Deutschland hätte ich jetzt unten lang gemusst. So. Was? Das hier oben ist eine zweispurige Fahrbahn? Ihr wollt mich doch ärgern. Oh, und jetzt fährt so ein... Fahr doch zu. Boah, ja genau. Wie viel Verkehr kommt denn da noch? Ich fahr doch zu. Ich hab mich den ganzen Tag Zeit. Opa. Und hier kann man ja auch so super überholen. Vor allen Dingen mit einem Sattelschlepper. So. Ja, sonst sehe ich da ja nicht alles. Rückspiegel. Das ist... Oh, heftig. Na, soweit ich sehe, kommt da keiner. Weh, einer von euch zieht jetzt raus. Unerwarteterweise. Schön. Alle drin geblieben. Ah, das ist ja bei mir langsam Routine. Hier Karte gucken. Auch damit ihr wisst, wie lange der Part ungefähr noch dauert. Und ich glaube, das wird bei der Fernsehsendung 18 Wheels of Steel... genau. Bei der Fernsehsendung 18 Wheels of Steel Extreme Trucker. Nein, natürlich nicht. Bei der Fernsehsendung Ice Road Truckers. Auch eingeblendet, meine ich. Also zum Beispiel, Dave muss jetzt noch 52 Kilometer fahren. Bis zu Yazoo. Wird er seine Lagerung schaffen oder wird er im Eis einbrechen? Das alles sehen Sie in der nächsten Folge von Ice Road Truckers. Gab es überhaupt einen Dave? Weiß ich gar nicht. Ich habe es schon ewig nicht mehr gesehen, weil ich vergesse das immer. Das kommt immer sonntags irgendwann auf Super RTL. Und da vergesse ich das dann immer. Halt! Boah, ich schalte immer den Motor aus, ne? So, ja, wir sind nächste Stufe. 0%, Gesamtpunkte 80. Wow. Jetzt sollten wir ein bisschen mehr Punkte kriegen. Ja, ist doch cool. Kaffeebohnen. 500 bis zur Stufe Abholer. Okay, wir sehen uns im nächsten Part von 18 Wheels of Steel Extreme Trucker. Ich verabschiede mich. Tschüss, bis zum nächsten Mal.